Moin Moin, mein Name ist Julian Stegemann. Wir sind heute an unserem Grasdreschen, dies wir vor einer Woche in Schwatt gelegt haben. Wie man hier schön sehen kann, es ist sehr gut Luft abgetrocknet. Liegt noch recht fluffig, sodass wir mit unserem Schneidwerk dies optimal aufnehmen können. Wir legen das aus dem Grund in Schwatt, damit das erstmal gleichmäßig trocknet. Ansonsten haben wir hier nämlich einen stark wechselnden Boden. Und dann hat man natürlich ein paar Stellen, da ist es schon überreif, manche Stellen sind noch nicht so reif. Und dadurch, dass es im Schwatt liegt, hat man eine gleichmäßige Abreife und bei optimalen Bedingungen ernten wir es auch trocken. Ja, wir sind jetzt heute hier am Gras dreschen, was erstaunlich gut geht. Also bedeutend besser als das im Schwatt legen, was ihr vor kurzem gesehen habt. Ertraglich liegen wir, denke ich mal, so um die 2 Doppel. Ist jetzt auch nur erstmal geschätzt, ist ja noch nichts abgeliefert. Aber ja, Wetter ist perfekt. Wir haben Sonnenschein, 25 Grad, ein bisschen Wind geht. Also das ist echt ideal zum Grassamen dreschen. Zum Schneidwerk, da haben wir 9 Meter Geringhoff. Ist eigentlich ein ganz normales Vario-Schneidwerk, also wir können den Tisch vorne ausschieben. Ich habe ihn jetzt auch 3/4 ausgeschoben, fast so wie man Raps dreschen würde. Die Haspel ganz zurückgenommen, sodass die Haspel so wenig wie möglich ins Gras eingreift, beziehungsweise erst eingreift, wenn das Gras auf dem Tisch liegt. Ja, und wie man sieht, der Drescher merkt es nicht, das geht durch die Butter. Ne? Das ist natürlich perfekt, man hat die 3 Schwaden, man kann die auch mit dem Mähdrescher so wunderbar aufnehmen. Das läuft schon echt. Man muss halt nur darauf achten, dass der Acker schön plan ist. Weil das Schneidwerk kann sich halt wenig bis gar nicht anpassen. Deswegen muss das schon echt eben sein, der Acker. Dann hat man eigentlich auch keine Komplikationen. So, ich habe mir jetzt mal eine Probe runtergenommen vom Wagen, um aus eigenem Interesse mal zu wissen, wie feucht das Gras ist. Hierzu wiege ich mir mal 200 Gramm ab. Und gebe das in meine Fritteuse, Heißluftfritteuse. Lass das jetzt mal bei voller Hitze, bei 200 Grad. Das sind alles schöne große Samen.
so wie man es gerne haben möchte. So, holen wir unsere Probe raus. Man sieht, nichts Grünes mehr drin. In einer halben Stunde köcheln. So, das sind dann 9,8% Feuchte. 12% darf es haben, damit man es als trocken abliefern kann.